Ihr Lieben, willkommen zum neuen YouTube-Video. Heute bin ich in Oldenburg bei den lieben Itemstar. Mein Name ist Ulf und schön, dass ihr hier seid. Ja, und heute habe ich mir gedacht, ich fahre nach Oldenburg, um euch das Ganze zu zeigen, weil ich kenne den Laden noch gar nicht und ich möchte auch andere Geschäfte unterstützen. Und deshalb bin ich hier hergekommen. Ja, und jetzt geht's los. Auf geht's. Jo, gerne rum. Ich übergebe euch einfach mal an Nero, der kennt sich hier super aus. Der zweite Geschäftsführer im Prinzip und der kann euch ein bisschen zeigen, was wir haben, wo was steht. Ja, viel Spaß. Ja, wo fangen wir am besten an? Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Figurenbereich. Das ist einer unserer größten Bereiche mit den Anime-Figuren zu den aktuellen Serien. Wie zum Beispiel Jujutsu Kaisen, One Piece, Demon Slayer oder ähnliches. Findet man so ziemlich alles bei uns. Wir haben natürlich auch so besondere Exklusivstatuen wie teure Figuren ab bis 200 Euro. Kann man so um den Dreh, welche immer was bei uns finden. Nice. Was gibt es hier? Wir haben hier den Manga-Neuheitentisch. Hier findet man immer die Neuheiten. Wir haben den direkt in den Weg gestellt, weil viele Kunden direkt sagen, wir möchten die Neuheiten als erstes sehen. Was habt ihr Neues? Da kann man auch direkt drüber reden. Weil man sieht dann sofort, was es jetzt Neues da ist, ja? Genau, dass man den automatisch... Finde ich praktisch, weil dann sieht man, da ist das, was ich brauche. Genau, zu den neuen Serien oder halt auch viele unbekannte Titel, die noch nicht berühmt geworden sind. Okay. Ja, dann gehen wir weiter. Hier haben wir den Tassen-Merch-Bereich für Tassen-ähnliches, Bilder, Puzzle, einfach Sachen, die man sich zu Hause gerne hinstellt, die nicht offensichtlich nach Fangemeinde schreit oder auch schöne Geschenkideen, die nicht allzu teuer sind. Tassen und Gläser sind halt immer die günstigste Variante für Weihnachten. Ja, es ist noch kein Weihnachten, aber, ja, genau, aber viel später. Für später. Hier ist ein kleiner Spezialbuchbereich mit Artwork-Büchern zu Serien, Videospielen oder Kochbüchern zu den ähnlichen Sachen. Jetzt gerade sind die ganzen Manga-Sachen leider ausverkauft, da Ostern vor der Tür steht und viele Sachen leider schon weg sind. Wenn wir uns dann direkt umdrehen, haben wir unseren kleinen, aber feinen Süßigkeiten-Bereich mit japanischen Originalsüßigkeiten, natürlich original. Direkt aus Japan? Direkt aus Japan und Korea. Wow, Korea auch? Genau, wir haben aus Korea gerade die scharfen Suppen hier. Ja, ich glaube, das würde ich mal probieren. Was kosten die? Die kosten 3,90 Euro nur und wir haben die schon getestet und einer unserer Kollegen hat tatsächlich geheult. Oh, die sind sehr, sehr scharf. Ja, okay. Ja, die sind wirklich, wirklich scharf. Das ist auch sehr, sehr angenehm. Wir können gerne hier hinten weitermachen. Hier geht es weiter mit dem zweiten Merch-Bereich, kann man sagen. Mit Cappies, Schlüsselanhänger, Portemonnaies, T-Shirts, wenn mal welches geben sollte. K-Pop-Sachen haben wir gerade sehr, sehr wenig leider, da der Importeur uns durch die Corona-Krise ein bisschen verhindert. Sich verspätet. Normalerweise habt ihr mehr von Korea. Wir haben wesentlich viel mehr Sachen. Gerade zu K-Pop haben wir mindestens 20, 30 Alben immer hier. Mhm. Also CDs? Auch CDs. Auch CDs. Wir haben halt zum Beispiel jetzt gerade von BTS, gibt es halt immer diese Special-Boxen. Davon haben wir immer 6, 7, 8, 9 Stück hier. Mhm. Verschiedene, weil die ja mehrere Sachen rausbringen mit Sammelkarten drin. Ah, okay. Dann haben wir halt hinter euch direkt haben wir den Posterbereich, der immer gern geplündert ist. Weil jetzt gerade, wo wir bei K-Pop waren. Genau, bei K-Pop-Poster, Anime-Poster. Wir haben viele unterschiedliche Sachen zu alten Filmen. Für Nerd-Sachen haben wir welche da. Herr der Ringe-Map oder halt... Oh, Cowboy Bebop. Genau. Und wir haben auch ältere Serien, die wir persönlich gerne mögen, haben wir auch noch drin, weil Cowboy Bebop sollte jeder einmal angefangen haben zu gucken. Ist zumindest mega nice. Ja. So, halt schon zu Ende geschaut? Natürlich. So, dann haben wir auch Zelda, ähnliches. Haben wir auch noch ein paar Meme-Sachen wie man sollte niemals das Hühnchen sauber machen. Deadpool. Also das ist mega nice. Genau. Da haben wir halt immer eine Postauswahl. Die sind auch laufen mit am besten. Dementsprechend ist die Nachfrage immer riesig und sehr, sehr schnell leider immer ausverkauft. Ja. Ja, dann haben wir, wenn wir weitermachen wollen. Ja, können wir machen. Ja, dann haben wir hier den Taschenbereich, also für Rucksäcke, für alle Art. Von Dragon Ball zu One Punch Man Sporttaschen. Wer unbedingt trainieren möchte wie Saitama, kann das gerne machen. Ich glaube, ich mache das mal. Weil das sieht da gut aus, die Tasche. Genau, da haben wir extra, gucken wir natürlich auch nach, dass wir die Taschen so kriegen, dass die auch wirklich gutes Material haben, auch lange halten und nicht schnell kaputt gehen. Da sind wir sehr, sehr dreist zu uns selber, dass wir auch das Beste den Kunden anbieten können. Okay, nice. Also das finde ich nice, dass ein Geschäft das anbietet.
Das macht dann nicht jedes Geschäft. Ja, wir versuchen halt für die Kunden das Beste dazu lassen, was man das, was kann. Ein Nerd braucht, der findet das hier. Ne? Der findet das hundertprozentig hier. Wenn es was nicht geben sollte, dann haben wir es noch nicht, kann man sagen. Dann haben wir hier drüben eine kleine Spielecke für Partyspiele von jugendlichen Altern. Explode Kitties, Cards Against Humanity, haben wir alles da. Viele Partyspiele, viele Trinkspiele, muss man auch sagen, weil die laufen mit am besten bei uns, weil die sehr viel Spaß machen und auch sehr, sehr viel gute Laune reinbringen. Einfach nur gute Laune-Spiele. Oder unser Favorit ist das Uno mit dem Mittelfinger. Uno? Uno mit Mittelfinger. Das heißt, kenn ich noch gar nicht. Genau, das ist Frantic. Da gibt es nicht einen Verlierer, sondern es gibt nicht nur einen Gewinner, sondern nur einen Verlierer. Entschuldigung, Sprachfehler. Heißt, da werden mit Karten wortwörtlich geworfen. Da haben wir hier den großen Pokémon-Bereich. Wir haben Pokémon gerade ausgebaut, wenn das eigentlich schon... Es ist jetzt gerade sehr beliebt bei den Karten. Genau, bei den Karten ist gerade, hat ein YouTuber-Streamer das berühmt gemacht. Alle sind mit aufgestiegen. Viele machen da jetzt Geld dran und versuchen sehr, sehr viel einzukaufen und sich zurückzulegen, dass sie Geld damit machen können. Es ist krass, was da abgeht bei den Pokémon-Karten. Das ist sehr, sehr schlimm tatsächlich. Eine Karte kostet wahrscheinlich um die 1000 Euro, 2000 Euro. Die teuerste Karte, die existiert, kostet 260.000 Euro gerade. Boah. So, dann soll das da bitte schon kaufen? Es gibt Sammler, die das tatsächlich tun. Ja. Da haben wir hier einen kleinen, aber feinen Tischtee-Bereich mit ein paar Ghibli-Sachen noch dazwischen. Ah, Ghibli, ich liebe Ghibli. Genau, da kommt noch später mehr zu, nur das ist halt wieder original importiert alles. Kleine Fächer. Vom Museum oder? Hm? Vom Ghibli-Museum oder? Nee, der Ghibli-Museum kriegen wir auch demnächst einen ähnlichen. Der kommt auch hier alles rein. Aber das dauert leider noch, bis Corona vorbei ist. Dann haben wir auch wesentlich mehr Ghibli-Sachen hier. Cool. Also wir haben hier einen kleinen Comic-Bereich mit den besten Comic-Büchern, die wir verkaufen. Rick and Morty ist gerade der Renner schlechthin. Der Witcher durch die Serie und halt Gwen Spider, weil der Spider-Man-Movie steht ja nicht weit entfernt. Da haben wir hier für unsere Bastler unter uns, haben wir so kleine, sag ich mal, Faltfigürchen zusammenzufalten, wo man wirklich mit einer Mezette alles zusammenstecken muss, zusammenfalten muss. Ich habe mich an einem versucht, ich habe es relativ gut hingekriegt. Es ist sehr viel Fummelarbeit, aber die Bastler freuen sich jedes Mal, wenn wir neue Sachen haben. Wie lange hast du dafür gebraucht? 2,5 Stunden waren das circa. Für das kleine Ding? Für das kleine Ding. Die stehen halt, wenn man in den Packungen reinguckt, sieht man halt, dass die wirklich aus sehr viel Kleinteilen besteht. Oh. Da haben wir hier drüben, geht's ja weiter mit unserem TCG-Bereich. Was bedeutet TCG? Was bedeutet das? Genau. Trending Card Games, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Magic the Gathering, Force of Will, jetzt noch dazu Digimon gekommen, haben wir hier die Hüllen, Sleeves, Deckboxen, haben wir hier natürlich auch die Playmats dazu, da haben wir immer die schicken Anime-Motive natürlich immer nach vorne gepackt. Ist das hier so eine Mauspad? Also Playmats und Mauspads unterscheiden sich nicht. Ach so. Man benutzt die halt, man kann die auch als Mauspad natürlich auch verwenden. Und man kann die aber natürlich als Unterlage zum Kartenspiel benutzen. Aha. Dann haben wir hier hinten natürlich auch die Sammelkartenspiele dazu. Auch massiv, da ist Magic. Kassenbereich haben wir natürlich mehr. Was aber jetzt natürlich interessanter für alle Leute ist, für gerade die Manga-Leser unter euch, haben wir hier einen großen Comics-Bereich für die Das Zeit. Ist top. Das ist erstmal ein Plus, weil das wollen ja viele haben, ne? Genau, da haben wir jetzt die komplette, sag ich mal, Sortiment einmal genommen für alle Farbenmöglichkeiten, die man kriegen kann. Wir haben auch die Feinliner, die unter 1 mm drin existieren tatsächlich. Wenn man was unbedingt sehr, sehr fein machen möchte, haben wir die auch dabei. Das ist, Dann haben wir hier nochmal unseren Kuscheltierkorb. Der ist einfach nur dazu da. Der steht eigentlich jeden Tag draußen. Gerade steht er leider drinnen. Der würde sonst draußen stehen, dass die Kunden auch drin rumwuseln können. Wir haben viele unterschiedliche, viele Sachen für Dings. Da haben wir den Dungeons & Dragons Bereich, Pen & Paper. Wer das von Big Bang Theory kennt, hat davon mindestens einmal gehört. Mit den Figuren bemalen, Würfelspiele, die ganzen Sachen, was die Nerds natürlich kennen. Die ganzen Gamecore, die Vallejo-Farben dazu für die Figuren oder Pigmentierfarbe, wie man sie auch nennt, zum Bemalen der Figuren oder Altern von Karten, machen ja auch viele Würfelsets und ja, da haben wir noch ein paar Kleinigkeiten. Ah, dazu kommen wir gleich. Wow, schon eine große Menge hier, ne? Ja, wir sind ja auch gut am Ausbauen. Wir haben ja auch wesentlich mehr, aber hier kommt das Herzstück erstmal.
Ja, das, unser erster Manga-Bereich. Das sieht da mega nice aus. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ich bin im Paradies. Ja, ist, wir hoffen natürlich, dass sich jeder hier wohlfühlt. Wir versuchen von jedem Manga mindestens den Anfang und ein Ende da zu haben, falls jemand da ist, der auch wirklich Interesse dran hat. Viele sammeln ja auch ältere Mangas. Manga Love Story ist einer der ältesten, aber auch sowas wie Defense Devil ist sehr, sehr beliebt. Aber sehr, sehr alt schon. Okay. Die Anfänge von One Piece ist immer so ein Geben und Nehmen. Mhm. Wer die hat ja, ist froh, aber manchmal kriegt man die einfach nicht nach. Okay. Wie habt ihr das denn hier aufgeteilt? Nach Genre? Wir haben es nach Genre, stumpf, ABC und Genre aufgeteilt. Heißt, wenn wir jetzt gucken, das ist der Romance-Bereich, Zahl, dann das ABC, A bis Z einmal durchnummeriert und buchstabiert, kann man auch sagen. Dann haben wir auch alles da, was man da haben sollte. Da haben wir natürlich den Yaoi-Yuri-Bereich, den Science-Fiction, den Slice-of-Life-Special-Bereich. Hinter mir ist der große Shonen-Bereich. Ah, das ist Shonen-Bereich? Das ist, ja, Shonen nimmt die größte Fläche natürlich weg, weil Shonen tatsächlich der, ja... Der beste Bereich ist. Natürlich ist es der beste Bereich, aber viele Sachen gehen auch von Shonen natürlich raus. Heißt, My Hero Academia ist ja nicht nur Shonen, der ist auch Slice-of-Life und viele können sich einfach in Shonen wiederfinden. Mhm. Dann haben wir... Ja, da haben wir noch die altertümliche Comic-Rakete. Ah, Comics habt ihr auch, ja? Genau, die ganz alten Comics, Tim und Struppi, Tidüff und Master Calami oder was es ähnliches alles gibt, haben wir auch natürlich alles und da. Und liest du Comics oder weniger? Ich hab selber Master Calami als Kind gelesen. Da hab ich und auch gesehen im Fernsehen? Ich habe manchmal, kann ich mich nicht mehr dran erinnern, ich war zu jung. Lief dafür. Auch manchmal bei RTL Super RTL? Ich glaube, es lief eine ganze Weile auf Super RTL morgens, aber da bin ich mir nicht sicher, wann genau. Ja, okay. So, dann würden wir jetzt in den zweiten Manga-Bereich gehen. Obwohl, wir haben hier ja noch unseren sogenannten Collector's Box Tower. Da findet man alle Collector-Boxen, die man so gerade kriegen kann. Natürlich. Und bist du ein Fan von Boxen und von Schubern? Von Schubern bin ich sehr großer Fan, weil man die zu Hause auch nicht sammeln kann und die Mangas kriegen nicht oft Schaden. Leider kommen viele Mangas mit Schaden hier an, weil die halt durch ein Paket versendet werden, die von der Post nicht immer glimpflich behandelt werden. Okay. Haben wir auch leider einige an Retouren oder Mangas, wo ganze Seiten auf einmal eingerissen sind, was sehr, sehr schade ist. Kann passieren, ja, aber kann man wieder schicken. Genau, viele, die in Japan schon mal waren oder es aus Videos kennen, kennen die Gatapons. Da kriegen wir einmal monatlich immer wieder neue rein. Jetzt gerade ist die Auswahl Pokémon, Dragon Ball, Sonic the Hedgehog und die nicht Nyan Cats, sondern die Katzen, die irgendwas anderes machen. Ich weiß den Namen leider nicht. Okay. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Manga-Bereich, wo Fantasy, Mystery, Horror und Comedy ist. Da kann man sagen, hier ist es so ziemlich dasselbe wie drüben. Wir haben das alles unterteilt. Wir haben hier auch wie so einen kleinen Schuba-Ständer. Haben wir jetzt auch angefangen, was relativ neu ist, einen DVD-Bereich aufzubauen, der relativ noch neu und leer ist. Wo man halt die ganzen Filme, Serien auch bei uns bekommen hat. Wo wir natürlich auch möglichst die Originalverfassung haben möchten. Und erste Auflage, wo die schönen Sachen noch drin sind. Ja, das ist nice. Da haben wir, da drüben noch einmal. Haben wir einmal einen kleinen Neuheitentisch, die nicht so ganz neu sind, aber so etwas unbekanntere Titel bei uns im Laden persönlich ist, was halt für viele seltsam erscheint, aber Konosuba ist bei uns leider nicht so beliebt oder bekannt, was seltsam ist. Mhm. Dr. Stone und Dragon Ball Super wissen gar nicht, dass es weitergeht. Ach so. Es ist halt, ja. Da haben wir hier einen Buchbereich für Bücher, wo wir persönlich sagen, ey, die kann man auch vertreten tatsächlich. Ja. Feuerrabe ist eine Oldenburger Schriftstellerin, ach so, die schon Preise gewonnen hat. Da macht ihr auch Werbung? Wir machen auch so Semi-Werbung für, aber halt, das ist dann für die wirklich Leseratten unter uns, die dann auch gerne mal reinlesen wollen. Five Nights at Freddy's ist ja das Horrorkonzept schlechthin seit 5 Jahren. Viele lesen das, viele mögen das. Hm. Und dann haben wir auch andere Sachen. Was sind deine Lieblingsmangas, Comics zum Beispiel? Meine Lieblingscomics ist halt die Witcher-Reihe selber. Sie sind sehr nah angehalten an Witcher, Rick and Morty, weil es lustig ist. Mhm. Ich versuche mich in Marvel reinzulesen, aber man kommt schnell durcheinander, weil es unterschiedliche Timelines und Universen und ähnliches gibt. DC bin ich leider raus. Ich mag Batman und das war's. Okay, mehr nicht? Mehr nicht. Das sind auch schon sehr, sehr viele. So, Manga-technisch, meine Lieblinge sind halt Promised Neverland, die Originalfassung. Der Anime weicht da ein bisschen von ab. Und dann halt so Defense Devil, Parasite, Remember ist sehr beliebt bei uns. Ah, Remember, ja, hab ich gesehen. Genau, so.
Monster ist ja groß, ist einer der berühmtesten Titel. Kaiji Ultimate Survivor, wenn es dir was sagt. Ach, Monster liest du auch sehr gerne. Genau, Monster ist halt, hat ja eine Neuauflage bekommen. Genau, ja. Finde ich sehr, sehr gut, weil das ja tatsächlich in Deutschland spielt. Und wer kennt bitteschön auf Japan Niedersachsen, sagen wir mal ehrlich. Ja, oder Hannover. Genau, Hannover, da sind ja Titel tatsächlich drin, wo man sich denkt, der hat gegoogelt. Ja. Da haben wir im Fantasy-Bereich haben wir natürlich so ein paar lustige Sachen, was ankommt. Da haben wir Ride on King, was tatsächlich ein Manga über Wladimir Putin als Isekai gilt. Ja, auch sehr, sehr humorvoll und lustig angehalten. Dementsprechend gibt es viele Titel, die ich mag. Es gibt viele Titel, die ich halt neutral sehe, aber ich habe mindestens jeden Titel angelesen. Mhm. Außer dem Boys Love-Bereich, da komme ich nicht rein, weil die meistens Zeit angeschweißt sind. Okay, also bist du wohl eher kein Boys Love-Fan oder? Nicht, dass ich kein Fan bin. Ich lese halt eher Action-Bereich hier. Ja, ja, okay. So wie ich. Ich lese auch mehr Journal und Horror. Und genau, so findet man sich eher wieder, finde ich. Vieles hier, ich mag gerne Deadman Wonderland, die Fortsetzung Smoking Parade finde ich extrem gut. Naruto habe ich jetzt angefangen nach etlichen Jahren. Echt? Wieso so spät? Als Kind habe ich viel Naruto gesehen und jede Folge war 3 Minuten Story, 15 Minuten Rückblick und dann findet man es irgendwann doof. Fand ich damals doof. Okay. Habe ich jetzt nochmal mich rangewagt und hole das jetzt langsam nach. Ich bin großer Dragon Ball-Fan. Bei dem Massiven kann man das nicht übersehen. Ist ja günstiger. Genau. Und ich bin großer Dragon Ball-Fan, bin ich ganz ehrlich. Ich finde Dragon Ball fand ich schon immer gut. Ja. Super. Macht das ja weiter, Gott sei Dank. Mhm. Und hoffentlich die Serie geht auch bald wieder los. Ja, cool. Gut zu wissen. Ja, das war's erstmal. Willst du irgendwas sagen an deine Kunden, die noch werden möchten? Ja, sehr gern. Also, während der Corona-Zeit erreicht ihr uns auch jederzeit telefonisch im Laden. Also ihr könnt vorbeikommen, was kaufen, ihr könnt Termine machen, solange es noch geht. Ansonsten, falls wir hier nicht mehr erreichbar sein sollten, könnt ihr auch über den Online-Shop finden, itemstar.de oder einfach mal googeln über Instagram, Facebook. Da sind wir eigentlich überall erreichbar. So. Ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich irgendwann irgendwo in Berlin, Dortmund, mal sehen, welche Geschäfte als nächstes dran sind. Dann bis dahin, peace. Peace, ciao. Wie bist du dazu gekommen, dass du den Laden aufgemacht hast? Ja, ich habe das eigentlich schon vor sehr langer Zeit geplant, knapp 12, 13 Jahre zuvor. Und habe dann angefangen, einen Kleinladen zu eröffnen, der wirklich ohne Manga und alles noch war, weil ich keine größere Fläche gefunden habe. Und das lief dann allerdings alles ganz gut, hatte sehr viel Merchandise zu Manga, zu Anime und auch so ein bisschen Sammelkarten. Aber dann hat sich halt ein Jahr später direkt die Möglichkeit ergeben, dass ich diese Fläche hier übernehmen kann, die ihr jetzt alle kennengelernt habt. Und dann brauchte ich halt unbedingt Manga. Ja, okay. Und wie lange gibt es den Laden schon? Den Laden, also inklusive des einen Jahres, wo ich den Kleinladen hatte, 4 Jahre und hier sind wir jetzt seit 3 Jahren. Ah, und wie ist das so gekommen, dass du den Laden aufgemacht hast? Bist du eher so ein Manga-Fan oder Comic-Fan oder wie ist das zustande gekommen eigentlich? Ja, also ich bin tatsächlich extremer Manga- und Anime-Fan vor allem. Tatsächlich ein bisschen mehr Anime, die ich schaue, einfach aus Zeitgründen und alles und weil es entspannter für mich abends ist, einfach mal hinsetzen, was anmachen, ohne irgendwas zu tun. Das heißt, jeden Abend gibt es bei dir irgendwelche Animes auf Netflix oder? Ja, tatsächlich. Also ich habe so ein bisschen so Underdog-Animes, die ich gerne mag. Also ich bin sehr großer Steins Gate-Fan, wobei das auch mittlerweile gar nicht mehr so der Anime ist. Ist ein Isekai-Anime, ne? Ja. angefangen hat das alles wirklich mit Dragon Ball damals. Oh, auch schon ein bisschen. Ja, genau. Dragon Ball, dann One Piece, wirklich der klassische RTL2-Einstieg in diese Welt. Ne? Und dann hast du irgendwann beschlossen, ich mache jetzt mein Geschäft auf, genau, und weil es mir zu mir passt und weil es auch mein Hobby ist. Genau, also ich finde es einfach sehr wichtig, dass ich auch mit Leuten zusammenarbeite, die ähnliche Interessen haben oder gleiche Interessen sogar. Oder dass man auch dieser Community, weil man hat eine sehr starke Community auch in diesem Bereich, Manga, Anime, Sammelkarten, alles, dass man da auch ein bisschen was zurückgibt. Mhm. Und das machen wir. Wir machen hier auch ja Veranstaltungen und alles, versuchen an Manga alles zu kriegen, was es im deutschsprachigen Raum gibt. Und ja, das ist halt das, was wir hier versuchen. Und jetzt hast du das gegeben, was du geben wolltest. Ja, finde ich schon. Ja. Wir wachsen natürlich weiter. Also wir sind jetzt erst seit 3 Jahren hier und lassen uns immer wieder neue Sachen einfallen. Mit dem Manga-Bereich sind wir auch noch längst nicht am Ende. Es gibt noch viele Serien, die wir noch nicht komplett von 1 bis
ja, X da haben. Aber da wird auch noch einiges kommen und mal sehen, wie viel Platz wir hier noch zusammen kriegen. Ne? Ja, du hast hier eine Menge Platz. Also es kann ja nicht weglaufen. Ne? Richtig, richtig. Ja, das wär's, glaube ich. Und ich bedanke mich für das Interview. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich irgendwo auf einer engen Messe oder bis auf Messen? In den letzten Jahren eher weniger. Da ist Nero hauptsächlich mit unterwegs gewesen. Aber es wird jetzt wahrscheinlich wieder mehr, weil wir wirklich den Laden von Anfang an und ganz klein aufgebaut haben und gar nicht so viel Zeit dazu hatten. Aber jetzt in Zukunft werden wir auf jeden Fall stärker auch auf Messen vertreten sein, ja. Okay, dann sehen wir uns wahrscheinlich irgendwo auf einer Messe. Ich bedanke mich für das Interview und dann auch fürs Schauen. Bis dahin. Peace.